Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, ist das leider meist ein gefundenes Fressen für Einbrecher. Um sich ausreichend zu schützen und um darüber aufmerksam zu machen, haben Experten am Wochenende in Kleinwallstadt aufgeklärt. Sicherheitsexperte Leo Löffler erklärt uns, was besonders einladend auf Einbrecher wirkt. Das ist heute mit den sozialen Medien auch ein Problem. Viele Leute, die in Urlaub fahren, die posten in Facebook: Ich mache in 14 Tagen in Urlaub, ich bin heute am Flughafen, ich fliege gerade nach Mallorca oder nach Miami. Die Leute, die machen das ganz öffentlich. Es ist immer die Frage, wer kann alles das sehen in Facebook. Auch die harten Jungs, sag ich mal, die mit dem Schraubenzieher dann kommen, die informieren sich vielleicht, wer da ist oder wer nicht da ist. Über 91% der Einbrüche geht über ein offenes, gekipptes oder aufgehebeltes Fenster. Die lassen sich leicht mit einem Schraubenzieher oder deren Griffe mit einem Draht öffnen, nachdem ein Loch in den Rahmen gebohrt wurde. Schutz dagegen bringen verschließbare Fenstergriffe und sogenannte Pilzzapfen. Unter den Begriffen RC1N bis RC6 lassen sich die Fenster in Widerstandsklassen einteilen. Je höher die Klasse, desto schwerer aufzubrechen. Da ist eigentlich die Grundvoraussetzung erstmal RC1N laut unserer Philosophie oder eben RC2N oder RC2. Die Unterschiede sind teilweise gravierend. Das muss man sich individuell anschauen und erklären lassen. Die Kriminalpolizei berät in der Richtung eigentlich immer die höchste Stufe, die am Markt für Wohnhäuser eigentlich üblich ist, nämlich RC2. Neben geschlossenen und gesicherten Fenstern ist eine gute Verriegelung an der Haustür das A und O. Dennoch gibt es Einbrecher, die sich selbst davon nicht einschüchtern lassen. In der Regel wird im Schnitt alle 3 Minuten in Deutschland eingebrochen. Und unsere Erfahrung ist halt, dass ein Einbruch eigentlich gar nicht aufzuhalten ist, wenn die Leute, also die Einbrecher mit dem richtigen Werkzeug kommen. Oder es gibt auch Beispiele, das hört man ja immer wieder, dass die mit dem VW-Bus durchs Schaufenster fahren oder was auch immer. Also sicher sein gegen Einbruch kann man eigentlich nie, aber man kann den Gelegenheitseinbrecher irgendwie ausbremsen, mehr oder weniger, mit relativ einfachen Mitteln. Ob man sich für das eigene Heim für zusätzlichen Schutz entscheidet, bleibt jedem selbst überlassen. Neben dem Aufrüsten von kleinen Helfern können aber auch wachsame Nachbarn oftmals Schlimmeres verhindern.